Ja, es muss ja weitergehen. Und ja, wie beim letzten Mal berichtet, baue ich jetzt das Getriebe zusammen. Habe schon den Getriebedeckel hier ein bisschen auf Temperatur vorgeheizt. Das haben wir jetzt hier. Ja, der muss noch. Ja, das erste Kugellager von der Primärseite habe ich auch schon gemacht. Das ist die Welleneingangsseite. Das sitzt hier nicht hinten bündig auf den Lager, sondern ein bisschen außen raus. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man die auch so einbaut, wie sie mal gesessen haben. Ja, also heute mit viel Schwung das Getriebe, den Motor. Mal gucken, wie weit ich komme. Ersatzteile sind wieder mal ein paar gekommen, ein paar Stehbolzen. Ja, und M6, M8, 200 Unterlegscheiben kosten mittlerweile auch 20 Euro. Wahnsinn, wie die Preise angezogen haben. Ja, und mal wieder eine Flasche Aluminiumteufel. Ja, okay, dann gucken wir, dass das Teil hier warm wird und dass ich die Welle da einsetzen kann. Ich nehme euch dazu, wenn das denn da so passiert. So, Kommando zurück. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt und die Welle saß tatsächlich so drin. Also die muss bündig abschließen. Ich habe mich da jetzt von den Marken da so ein bisschen ins Irrenhaus führen lassen. Aber so sitzt sie richtig und so muss man sie einbauen. Ja, in der Motorschale sitzt auch mittlerweile das erste Lager. Ja, mit ordentlich Temperatur und ordentlich Geduld und ordentliche Vorbereitung. Gleich so eine passende Genuss, damit man das Lager, wenn es nicht reingeht, eintreiben kann. Dann kriegt man das schon gut wieder eingebaut. Okay. Weiter geht's. So, das Zusammenbauen des Getriebes, ja, das ist nicht besonders kompliziert. Man muss nur darauf achten, dass man entsprechend die Teile so einbaut, wie man sie ausgebaut hat. Diese unscheinbaren Anlaufscheiben sind ziemlich wichtig. Die sollte man tunlichst so einbauen, wie sie auch gewesen sind. Genau wie die Einbauhöhe der Simmerringe, vor allen Dingen der hier unten ist. Ich weiß nicht, ob man es hier noch sieht. Ja, so ein bisschen. Der muss genauso tief rein, wie er auch war, damit er auch vernünftig abdichtet. Da sollte man schon sehr gewissenhaft arbeiten. Nicht, dass man sich die Arbeit nochmal machen muss. Ich verzichte hier mal auf das übliche Sikaflex oder Silikondichtmasse. Ich habe hier eine ziemlich gute Dichtung, die auch so ein bisschen unterstützt ist hier mit Kunststoffeinlagen. Ja, kommt jetzt der Deckel drauf, natürlich hier die Primärwelle noch reinsetzen. Ja, und dann kann man schon vorsichtig Getriebeöl auffüllen. Ja, Schluss für heute. Muss ein paar Teile noch bestellen, unter anderem auch die Ölablassschraube. Die ist natürlich verschwunden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dabei war. Ich habe ja nur gesehen, dass hier so eine schleimige Masse drin war, als ich den Deckel abgemacht habe, aber gar nicht darauf geachtet, ob da die Schraube drin war. Ich wüsste auch nicht, warum ich sie rausdrehen sollte. Also gehen wir mal davon aus, dass sie gar nicht dabei war. Also M10 mal 1,25, also Feingewinde. Ja, das ist aber kein Thema. Ja, was ein Thema werden könnte, ist die Wandler, das ist der Wandler an sich. Der sieht wirklich arg fertig aus. Kann sein, dass ich sogar noch einen habe. Für diese Honda Lead sind die so ein bisschen speziell. Also wenn man die kaufen muss, ist die nicht ganz so günstig. Aber ich werde schauen. Genauso muss ich schauen, wie viel Milliliter denn da überhaupt im Getriebe reinkommen. Bei den moderneren Rollern ist ja meistens hier so ein kleiner Stempel drauf mit der Milliliteranzahl des Getriebe Flüssigkeit, die da reingehört. Hier haben wir das nicht. Also gucken wir mal ins technische Handbuch. Ja, ansonsten geht es die Tage weiter mit dem Zusammenbau. Aber für heute ist erstmal Feierabend. So, weiter geht's. Ja, heute ist Dienstag. Am Wochenende war ja nicht viel mit Schrauben. Nur Samstag so ein bisschen, ja, die Werkstatt aufgeräumt, aber nichts groß gemacht. Ja, beziehungsweise das Getriebe weiter zusammengebaut und schon mal Getriebeflüssigkeit eingefüllt. Ja, das war schon ein spezielles Thema. Erstmal habe ich hier die Schraube verbasselt. Das ist auch so ein M10 mal 1,25 mal 15. Unglaublich, ja, was die Händler dafür aufrufen. Ist eine Standard-Normschraube, die da reinkommt. Aber die bieten sie teilweise mit Kupferring für 14,95 an. Ja, echt der Hammer, ne? Ich habe jetzt, glaube, drei Stück bestellt für 9 Euro, 3 Euro. Die Schraube finde ich immer noch eine Unverschämtheit. Aber wenn man die hier verbasselt, ja, dann muss man einen sauren Apfel beißen und sich so eine Schraube halt kaufen. Ja, Getriebeflüssigkeit habe ich aufgefüllt oder zumindest ein Schmiermittel. Denn, das fand ich auch sehr merkwürdig, laut Hersteller gehört hier hinten keine gesonderte Getriebeölflüssigkeit
Flüssigkeit rein, sondern Motorenöl. Ja, also der Hersteller schreibt vor SAE 30, und ja, das ist ein mehrbereichs Motorenöl, was eigentlich ja da nicht reingehört, weil man ja üblicherweise Getriebeöl da reinfüllt. Diejenigen von euch, die das mehr interessieren, die können im Internet da suchen. Da gibt es gute Forenbeiträge, wieso, weshalb, warum man auch Motorenöl als Getriebeöl benutzen kann. Eine Erkenntnis, die ich da rausgezogen habe, ist, Motorenöl ist für höhere Temperaturen besser. Die halten wohl ihre Viskosität auch bei höheren bei höheren Betriebstemperaturen. Getriebeöl macht das wohl nicht, aber dafür hat Getriebeöl eine höhere Anhaftung. Irgendwelche Schmierwirkstoffe sind da irgendwie ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier nach meinem Gefühl hier Getriebeöl reingefüllt. 75W90, glaube ich. Ich gucke aber gleich nochmal von Motol, glaube ich. Ja, 90 Milliliter gehört hier rein. Ja, Dichtung sitzt. Getriebeöl kommt nicht raus. Die Dichtung ist ein bisschen größer als eigentlich die Gehäusehälfte. Ob das jetzt daher kommt, dass die Dichtung eigentlich für eine Peugeot SC ist, weiß ich nicht, aber sie dichtet auf jeden Fall ab. Das sind vielleicht kleine Feinheiten, die sich das noch unterscheiden. Ja, also der Motor oder die Motorhälfte, das Getriebe ist soweit zusammengebaut. Eine Sache, die mich auch noch interessiert hat, deswegen habe ich das mal aus der Reihe gemacht. Ich habe mal geschaut, mit welchen Umdrehungen das Getriebe denn hier arbeitet. Es ist tatsächlich so, dass zwischen der Primärseite, also der Eingangsseite und der Ausgangsseite ein Verhältnis von 10 zu 1 ist, sprich 10 Umdrehungen der Eingangswelle bedeuten eine Drehung der Ausgangswelle. Ja, also 10 zu 1. Wenn man das Verhältnis hat, kann man relativ leicht ausrechnen, wie hoch die Primärdrehzahl ist, um auf der Ausgangswelle 50 km/h zu erreichen. Der Reifen, der liegt hier, den habe ich dann mal vermessen. 1,31 Meter Umfang. Und wenn man 50 km/h fährt, legt man pro Sekunde ja, 13,89 Meter zurück. Wenn man diese 1,31 Meter durch 13,89 teilt, kommt man auf 10,5. Also 10,5 Umdrehungen macht das Hinterrad pro Sekunde bei 50 km/h. Ja, und wenn man das dann umrechnet, kommt man hier drauf, dass ja, die Eingangswelle 6.300 Umdrehungen bei 50 km/h macht. Ja, da langweilt sich das Lager. Diese Spezifikation 6er Reihe, ich habe da mal nachgeschaut, weil es mich persönlich interessiert hat, ist ausgelegt für Umdrehungen, für geschmierte Umdrehungen, also wenn das Lager normal gefettet ist oder geölt ist, bis zu 27.000 Umdrehungen, wenn es im Öl liegt, sogar bis zu 34.000 Umdrehungen. Ja, also es gibt in Summe kein Teil an so einem Roller, was auch annähernd nur so schnell dreht, dass das Lager, dass die Lager irgendwo in ihren Grenzbereich kommen. Genau genommen langweilt die sich ziemlich tot. Ja, also selbst wenn man sagt, die Kurbelwelle, okay, 7.500, 8.000 Umdrehungen, dann nochmal die Übertragung hier hinten, 6.300 Umdrehungen, Ausgangsseite, dann nochmal um den Faktor 10 reduziert. Also hier ist kein Lager drin, was tatsächlich an seinen ja, Grenzlast herankommt. Okay. Ja, so viel zur kleinen Lager- und Getriebekunde. Das, was ich als nächstes mir anschauen wollte, waren die Steigscheiben. Ja, leider ist die Steigscheibe, die dabei ist, diese hier. Ich wollte die wie üblicherweise auch ein bisschen aufarbeiten, aber hier gibt es ein Problem bei dieser ja, Variomatik. Ja, die sieht jetzt erstmal von oben gut aus, aber ich probiere euch das mal aufzunehmen. Wenn man, ja, seht ihr das? Ja, so sieht keine neue Variomatik aus. Um das im Vergleich zu haben, habe ich hier mal eine mal rausgeholt. Ist von, ich glaube, von der CPI. So, wenn er das da jetzt dran legt, seht ihr das, ja. Die Steigung ist also hier linear und hier ist ja, mehr konvergent, ne? So, also das Ding ist kaputt. Das Problem ist eine relativ spezielle Variomatik. Also eine Standard-Variomatik passt nicht. Die Variomatik-Hülse ist 25 mm und das Maß sind 100. Also muss wieder eine ja, Honda
Variomatik her. Ich weiß nicht, ob die von der AF32, also von der Bali, passt. Keine Ahnung. Ich habe hier noch eine liegen von einer anderen Honda Lead. Ja, die ist im besseren Zustand, ja, wenn man sich das da anschaut. Ups. So. Ja, also die könnte man einbauen. Aber dann fehlt mir eine, so dass ich auf jeden Fall noch irgendwoher eine Variomatik besorgen muss. Ja, also Aufruf an euch, wenn ihr noch so eine rumliegen habt, die nicht braucht, für günstig Geld, schreibt mich an, hätte da vielleicht Interesse. Ja, eine andere passt auch nicht. Malossi habe ich ausprobiert, das geht nicht wegen dem Durchmesser. Die hier ist von einer, ist eine Standard Citromex irgendwas Scheiß, ich weiß nicht, wo ich die her hatte. Ach, die war auch von der Kymco. Kymco ZX, ja, also die passt auch nicht. Ja, also muss ich mir da was einfallen lassen und in den sauren Apfel beißen, Originalteile zu kaufen. Wenn ich den Wandler anschaue, ja, gleiche Theater in Grün, ne? Junge, 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 der ist echt mega abgerockt. Damit meine ich nicht nur der Rost, der da dran ist, sondern auch die Laufflächen an sich. Weiß nicht, ob man da noch was retten kann. So sieht ein Original Honda Wandler aus, der halt noch nicht so abgerockt ist. Ja, der hat noch ordentlich Futter hier auf den Backen. Naja, bei denen ist es eher abgerockt. Ja, in Summe kann man sich ja überlegen, was hat man da gekauft, wie viele Kilometer hat das Ding jetzt tatsächlich runter. Und wenn ich mir die Variomatik anschaue, oder hier die Steigscheibe an sich mit ihren Berg- und Talbahnen, das ist nicht bei 10.000, auch nicht bei 20.000. Ich würde 30.000 oder mehr schätzen, die der Motor gelaufen ist. Spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr. Die Lager werden ja alle neu, Simmerringe werden neu. Kurbelwellenlager werden neu, das obere zumindest, ein Pleuellager wird neu. Also spielt das keine Rolle mehr, wie die gelaufen sind. Ich werde mir nochmal die Radlager anschauen, ob man hier noch was machen muss. Auf der anderen Seite, naja, die haben gar keine. Das beruhigt mich ja. Da brauchen wir so an den Radlagern nichts machen. Ja, und dann machen wir das Ding wieder frisch und dann wird auch dieser Motor wieder seinen Platz in seiner Honda finden. Okay, so viel dazu. Ich baue jetzt aber erstmal noch von einer anderen Baustelle. Ups. Ich baue jetzt erstmal noch von einer anderen Baustelle, nämlich von der, den Vergaser schnell zusammen. Der muss ja auch mal rein und dann mal Probe laufen lassen, dass die hier von der Bühne kommt. Ja, und dann gucken wir mal, mit was es weitergeht. So, ja, wie ihr seht, die Sim ist von der Bühne runter. Stattdessen steht jetzt die Pferdedecke von meiner Frau hier zum Trocknen. Ja, war erfolgreich. Vergaser eingebaut und sie sprang tatsächlich ohne Probleme an. Hielt auch ihr Standgas und ich habe sie dann mal 20 Minuten draußen laufen lassen. Mein Kumpel sagte ja, sie hätte das Problem mit dem Kondensator, wenn es warm wird, geht sie aus. Hatte ich jetzt nicht. Sah erstmal alles gut aus, so dass ich sie jetzt erstmal wieder unter die Plane gestellt habe. Ja, da muss ich mich drum kümmern, wenn ein bisschen die Sonne scheint und ich das Garagentor offen lassen stehen kann, damit die Abgase da rausziehen. Ja, das geht nicht anders. Okay, also Simson erstmal wieder zum Leben erweckt. Alles gut. Kann ich jetzt mit der Honda weitermachen oder mit dem Motor, der Schweinestall Honda Lead. Ich will den Motor einfach zusammengebaut haben und von der Bühne, bevor ich hier in die nächsten Projekte gehe. Die nächste wird die Vespa ET2 sein. Ich war ja in Braunschweig und habe beim Vespa-Händler die Papiere beantragt. Die werden auch demnächst da sein. Ich denke mal in den nächsten 3-4 Wochen. Ja, und dann kann ich mit der Vespa anfangen. Aber ich muss den Motor erstmal zusammenbauen. Ja, hier ist tatsächlich so, dass man eine Katastrophe nach der anderen findet. Schaut euch mal hier die Zahnräder an, ja, wie die ausgearbeitet sind. Leider kann man das Teil hier nicht drehen und Ersatz zu kriegen wird auch sehr, sehr schwer. Ja, wie kommt sowas? Ja, weil hier auf den Kickstarter-Ritze, ja, sieht man glaube ich ganz gut, ja, vorne die Zähne abgebrochen sind. Und das ist genau die Anlaufphase. Und je nachdem, wie die Kurbelwelle steht, greift sie mal hier, greift sie mal da und versaut dann jo, die Flanken, ja, der Verzahnung. Ja, sieht nicht schön aus. Mal gucken, ob ich das Teil irgendwo gebraucht kriege. Aber in Summe, zusammen mit dem Wander, kann ich bald einen gebrauchten Motor kaufen. Ja, also, hier findet man nur sehr wenig gute Teile an der Maschine, muss man leider so sagen. Ja, genau, ich baue jetzt den Wander auseinander und das mache ich hier mit so einer mordsmäßigen Konstruktion. 38er Nuss, ja, aus der Landmaschinentechnik, hat auch ein Viertel Zoll, also so einen großen Adapter. Oh, wartet, muss ich mal euch mal zur Seite stellen. Schaut euch mal, ja, also hier, das ist
Und das ist halb Zoll. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Viertel Zoll oder so. Ja, jedenfalls ein ganz schönes Monster. Aber der macht einen guten Job hier drauf. Mit einem Schlagschrauber kriegt man die Nuss wunderbar. Oh, das ist schon offen. Habe ich schon eben einmal geschlagen, also einmal gedreht. Kriegt man sie wunderbar ab. Muss ein bisschen aufpassen, dass an die Federn nicht entgegenspringt. Ist immer noch besser, als mit irgendeiner Zange hier rumzufummeln. Sieht nicht so aus, als wenn da schon mal einer dran war. Ja, ich mache sie ab und dann werde ich sie erstmal vorbereiten für Entrostung. Und dann geht es damit morgen weiter. Ja, so viel zur Honda Lead bzw. Beendigung der Simson erstmal. Ein, zwei Tage werde ich noch brauchen, bis der Motor hier steht. Muss ja, wie gesagt, auch noch auf die Schraube da warten, bis er zusammengebaut ist. Ja, und dann geht es mit der Vespa weiter. Bis dato, Daumen da lassen, Abo da lassen.